Morgens 9:30 in Deutschland. Der Handwerker und Planer frühstückt. Nicht recht. Ja, guten Morgen. Wir sind auf dem Weg oder stehen im Stau. Auf der A8. A81 ist nicht A8. A81. Wir stehen nicht im Stau, stimmt, ich filme so bei 200. Pass auf! Nein, wir stehen nicht. Wir fahren noch ein bisschen, ja. Tun wir mal die Kamera so ein bisschen hier rüber. Ja, eben, das ist genau deswegen. Das ist toll. Nein, heute nicht. Ja, wir sind auf dem Weg zu PP Performance und werden dann später auch noch bei Levella vorbeischauen. Und haben gedacht, wir nehmen euch mal mit dorthin. Und da jetzt Stau ist, haben wir gedacht, die Phase nutzen wir einfach mal, um euch zu begrüßen. Nutzt er, um euch zu begrüßen? Mit vollem Mund spricht man nicht. So ist es. Genau, das wäre jetzt ein Dialog, kann ich jetzt nicht aufbauen, weil der daneben mir schmatzt. Ja, und die Leitplanke ist schon verdammt nah, gell? Hab ich schon gesagt. Aber neues Gesetz oder neue Strafen sind ja draußen. Sicherheitsgasse bilden. Sicherheitsgasse? Heißt das? Nein. Wie heißt das nochmal? Rettungsgasse. Sicherheitsgasse. Sicherheitsgasse, genau. Ja. Hey, machst du Sicherheitsgasse, ey? Was ist los mit dir, ey? Fahr mal weiter rechts. Mann. Hey, der macht Papier, ey. Gut. Baustelle. Ja, schauen wir mal, was bei PP Performance rauskommt. Mit Sicherheit wird das Ganze interessant auch für unser Performance Floor Dubai, was wir am Aufbau sind. Der ist ja in Abu Dhabi noch und hier in Bad Mergentheim hat jetzt eine neue Halle gebaut. Schauen wir mal da vorbei. Ja. Schmeckt's? Was hast du denn da im Angebot heute? Das ist schon alles weg. Wie mit deiner kleinen, die kleine Vesperdose. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mozzarella, Tomate, Trauben, Seidewürste, Salamio, die billige Version von Bifi. Meine Frau ist geizig. Und Mehrkörnerbrot. Oh, Mehrkörnerbrot treibt die Verdauung an. Ich halte aber nicht an, vergiss es. Und natürlich, was nicht fehlen darf, genau, ist Pure Energy. Liebe Grüße an der Stelle an Fabienne und David. Nee, nur an Fabienne. Okay. Das stimmt, du magst ihn ja nicht. David mag ich nicht. Ja, stimmt. Er mag dich, glaube ich, auch nicht, gell? Nee. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Okay. Ich habe einen Polerwitz auf Lager. Nein. 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 Ja, okay. Die Pole haben mir zu arg mitgerissen. Die mögen uns schon nicht, die andere Pole. Ist das jetzt so überflüssig wie ihr Fundbüro in Polen? Nein. Was sagt's Navi? 11 Minuten. 11 Minuten. Bis nach PP Performance. Ja, was machen wir bei PP Performance? Lassen wir uns mal überraschen. Also, ich habe mit Jimmy in Instagram geschrieben gehabt, bevor die ganze Corona-Gedöns-Kacke da war. Und da hat er schon gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Dann kam jetzt Corona, dann hieß es, ja, nee, machen wir besser nicht. Und jetzt hat es sich ja wieder ein bisschen beruhigt. Das heißt, da schauen wir mal, der hat ja neu gebaut in Bad Mergentheim, wo sein Stützpunkt ist. Und zum anderen wäre es dann noch interessant für uns, für Dubai. Wir haben ja Performance für Dubai gerade auch im Aufbau. Und er ist in Abu Dhabi, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der ist halt schon brutal vernetzt dort. Und da tun wir jetzt einfach mal ein bisschen mit Jimmy sprechen. Dann auch ein Update, was dabei rauskam, oder ist das noch geheim? Schauen wir mal. Wir halten es ein bisschen spannend. Ich habe mehr gesagt gehabt, dass wir euch einfach mal mitnehmen, weil viele auch sagen, hey, wie sieht so ein Tag bei euch aus? Einfach ein bisschen, ja, am Leben vom Performance Floor teilhaben lassen. Das ist das, was, denke ich, auch mal interessant ist für euch. Eben nicht nur die Installation zu sehen, nicht nur die Vorher-Nachher-Geschichten zu sehen, sondern einfach so ein bisschen mit uns mitzukommen. Oder? Ja. Ich
meine, gut, die besten Szenen habt ihr schon wieder verpasst. Telefonat mit Ennis vorher gehabt. Der FSK 18, sagen wir einfach so. Ja, der ist übrigens in der Firma. Einer sollte ja in der Firma sein. Der guckt, dass alles läuft. Und im Innendienst, im Büro, ist unser Marvin, der uns auch die Rüge immer wieder frei hält. Muss man mal ganz klar sagen. Der Marvin. Der Marvin. Nicht klar. Apo von Performance 61 hat einen neuen Spitznamen gegeben. Merwin. Der Merwin. Ja. Der eigentlich Marvin heißt. Merwin, Marvin. Das ist voll der Zungebrecher. Merwin, Marvin. Wie heißt der Zauberer von Excalibur? Harry Potter? Nein, das. Perry Hotter. Ja, Perry Hotter, ja. Nee. Doch, Merwin. Marvin oder Merwin? Merwin, der Zauberer, glaube ich. Merwin. Ja. Ja, gut, jetzt haben wir oft genug Merwin gesagt. Komm noch einmal, Merwin. Merwin. Gut. Also. Ja, also wir sind jetzt gleich da. Acht Minuten teilweise noch. Wir haben auch unsere neue Farben dabei. Bin ja mal gespannt, was er dazu sagt. Und dann schauen wir mal, harren wir die Dinge, die da kommen. Ja, ciao. Ein paar Sekunden später. So, wir waren jetzt bei PP Performance, bei Caro und bei Jimmy. Achtung ja. War mega cool. Wir werden auch was zusammen machen. Was genau, verraten wir jetzt noch nicht, das wäre langweilig. Wird auf jeden Fall richtig, richtig cool, weil ich sage nur so viel, er baut jetzt neu hier in Bad Mergentheim, er ist ja auch da unten in Abu Dhabi und in Dubai. Wir haben Performance Floor Dubai im Aufbau, mehr verrate ich nicht. Kommt dann auf jeden Fall auch, vielleicht kommt da sogar ein Video in Dubai, schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde, dann sind wir bei Mutlu von Levella. Der hat ja in seinem letzten Video, hat er mir einen Gruß hinterlassen. Richtig, richtig Geld in die Hand nehmen. Also im Retro vielleicht mal streichen. Vielleicht ja, alles schön machen, ja. Performance Floor vielleicht auf dem Boden. Mhm. Gell, Gianni? Mutlu hat uns ja erwähnt, in seinem letzten Video hat er einen Gruß dagelassen. Er plant ja da was ganz Cooles, Neues. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt, komm Mutlu, ich komme vorbei. Ich bin eh da oben in der Gegend unterwegs. Und dann schauen wir uns das jetzt gleich mal an, was er da vorhat und inwiefern wir ihm da helfen können. Habe ich das schon gesagt? Nein? Okay. Gut, mach aus, dann kann ich mich aufs Fahren konzentrieren. Wir stehen natürlich. Nein, ich kann mich aufs Fahren konzentrieren und bis gleich bei Mutlu. Das ist ein Fensterspruch, leider. Mach aus. Nö. Und wir sind schon bei Mutlu. Jetzt sind wir da bei Levella. Jetzt parken wir ganz kurz. Wie sieht das für uns natürlich gehört? Sind wir ja schon immer anders gewesen. Ja, das piepst jetzt, weil die Sperre drin ist, egal. Ja, Geschäftsleitung. Ja, das passt. Passt, oder? Ja, passt. Kann ich sagen. Gut. Also. Chefparkplatz für Performance Floor. Angenehm. Gehen wir mal rein. So, Performance of Friends. Jetzt sind wir hier bei Mutlu. Ich meine, die Autos kennt ihr wahrscheinlich von der Essen Motor Show oder sonstige Treffen. Er hat schon gesagt, hey Jungs, wisst ihr was? Geht nach hinten, messt schon mal aus. Da hat er ja was geplant gehabt, wo man sich da mal treffen kann, wo man eben Autos hinstellen, so einen Treffpunkt einfach zu machen. Aber da fragen wir nachher noch mal mehr dazu, was er da jetzt letztendlich vorhat. Vielleicht will er das aber auch nicht sagen. Vielleicht nicht, aber er hat eine Überraschung. Ja, aber er hat ja schon mal was angedeutet im Video, ja. Seinem letzten. Von dem her schauen wir mal, wie es da ist. Ich nehme mal kurz deine Tasche und dann gehen wir mal darüber. Haben Sie einen Stadtbachführerschein? Ich brauche keinen. Sehr gut, Privatgrundstück, hä? Türkische Revier. Ah, türkische Revier. Das ist alles? Hm. Oh. Das ist riesig, du. Das ist riesig hier, ne? Jo. Alles richtig schön schwarz-rot, ja, alles. Die, wo YouTube gucken regelmäßig, die kennen dann auch hier die Plätze jetzt. Ja. Ja. Das hier ist praktisch der Platz. Hier. Wow.
Das heißt, hier müssten wir dann jetzt ausmessen. Das machen wir jetzt auch. Und hier das dann vor, hier hinten, wo das abgehängt ist. Das ist da ein bisschen abgehängt, das ist ja der Showroom, wo wir gerade noch drin waren. Und hier hinten tun wir dann jetzt mal vermessen. Guten Tag, hallo, ja. Wir machen illegale Aufnahmen, ist okay, oder? Endlich ein Scheiterboden. Gut. Gut, passt. Dann messen wir mal aus. Was machst du da? Puff bauen. Ich setze mir eine Hilfslinie, weil wenn man jetzt da durchguckt, guck mal. Ich muss bis zu der grauen Wand hinten. Und hier komme ich mit meinem Laser unmöglich durch, zwischen den Regalen. Jetzt baue ich mir halt die Linie hier raus mit meinem Laser ungefähr. Da kommt jetzt auf einen Zentimeter. Bei der Größe sind es ungefähr, ich schätze mal, sind nochmal 20, 30 Meter. Bei der Größe kommt es auf den Zentimeter nicht unbedingt an, besonders weil ich ja das schon gemessen habe. Und die Wände sind eigenermaßen im Winkel, deswegen ist es okay. Das heißt, ich habe ein Kontrollmaß, sag ich mal, mit der Seite. Okay. Aber ich versuche jetzt halt hier mir was zu bauen, dass ich ungefähr weiß, wie lang die insgesamt ist ohne die Säulen. Genau, einfach von hier, von dem Maß. Oh, warst du mit deinen 30 Meter gar nicht schlecht? Ja, richtig. Wenn das jetzt 2-3 cm zu kurz ist, das juckt keine Sau, weil wird die Bodenplatte halt einfach 2-3 cm kürzer oder länger. Das ist ja kein Problem. So, wobei ich denke, dass das trotzdem sehr genau ist. Und Moment, ich schreibe die Zahl kurz auf. Ich zu der Wand durch. Schon riesig, gell? Brutal. Denkt man gar nicht so am Anfang. Wenn man es dann aber vermisst, sagt man, oh. Also wir haben jetzt praktisch hier angefangen, die Breite hier. Hier. Wie ich vorgehe. Also jetzt gerade bei so großen winkligen Räumlichkeiten gehe ich meistens erst vor, das hast du ja vorher gesehen. Ich stelle mich erstmal rein, dann scanne ich die Wände. Wo soll der Boden vorlegt werden? Und dann fange ich an, mir das bildlich aufzumalen. Dass es nicht ein Maßstab ist, das ist ja wirklich egal. Du wirklich. Hast ja die Maße dran richtig, stehen. Genau. Das ist das Richtige. Richtig. Aber ich weiß, okay, hier ist ein Möhrchen, ein kleines, dann kommt ein Durchgang. Ja, ein Durchgang, genau, richtig. Und dann kommt eine lange Wand. Das also ist da genau hinten. Lass uns mal hingehen, dann sieht man das viel besser. Ja, das sind einfach diese 13 cm, ist diese kleine Mauerteil, wo da hinten rausguckt, ganz links. Das steht jetzt in keinem Verhältnis, aber ist ein, wir wissen, ich weiß dann später, es sind 13 cm, dann kommt 1,88 diese Aussparung und dann diese Wand, wo man hier sieht, diese graue von der Aussparung, von da hinten bis hier ins Eck, weiß ich halt, sind 1,22 Meter. Und so zeichne ich mir das alles auf. Dann kommt, weiß ich, okay, hier kommt ein Stückchen Wand, dann kommt eine Tür, dann kommt wieder ein Stückchen Wand, dann kommt, kommt das Tor. Haben wir da hinten Stückchen Wand, Türe, Stückchen Wand, Tor. Dann messe ich das Tor aus. Dann habe ich hier einen Versatz. Der Versatz hier. Ist für mich natürlich in der Planung auch wichtig, das aufzunehmen. Habe ich hier aufgezeichnet, ich habe vom Tor weg diese Wand hier. Warte mal. Jetzt ist scharf. Vom Tor weg 6,04 Meter, dann kommt dieser Versatz mit 6,5 cm und dann läuft es weiter bis zur Ecke. Dann, so male ich mir das halt alles auf. Okay. Und dann, als ich male das erst auf und dann fange ich an, Maße zu nehmen. Und dann ist das eine saubere Sache, die ich mal sage.
die Mischung zwischen deinem Hochdeutsch und Schwäbisch ist immer wieder erstaunlich. Ist legendär. Dann male ich legendär. Das auf und dann ist das eine saubere Sache. Das stimmt allerdings. Katastrophe. Aber, wie verstehe ich nicht? Gut. Kennst du die Challenge eigentlich noch? Ja, ich kenne sie noch. Ah. Voll ins Auge, danke. Schön. Herrlich. Die ganzen Zuschauer auch. Geht es? Ja, geht. Ja, damit bin ich der Master of the Laser. The Master of the Laser. Oder the Master of the Saster passt besser. Nein, of the Laser. Ja. Of the Laser. Zerbrennen. Wo laufen wir eigentlich hin? Du läufst, ich glaube, die Flucht, was sie haben wir alles jetzt. Ja. Gut, dann gehen wir wieder zurück Richtung Showroom. Fahr mal den Victor hier, ja. Ich möchte die Tische einladen. Du machst immer Witze über Polen, da bist du der größte Pole. Alter, ich habe Polen schon beklaut. Ja. Sorry, David. Ich habe es aber wieder zurückgeschickt. Smartband. Unbewusst beklaut. Unbewusst geklaut, ja. Ja, das musste ich jetzt sagen. Nein, bewusst beklaut. Du wolltest einfach mal was in Polen klauen. So ist es. Ja. Er kann das schon mal von sich behaupten, dass man in Polen beklaut hat. Ja. Die meisten werden sich ja fragen, okay, was macht ihr hier? Was macht Performance Floor jetzt bei dir? Warum nicht? Die andere Frage ist, ich frage dich, was machst du hier? Weil du hast ja gesagt in deinem Video, vielleicht ein Performance Floor, wo ich dir gleich geschrieben habe, was für vielleicht, natürlich machen wir Performance Floor. Übrigens ist jetzt eine Stunde später nach dem Video. Ja. Klar, ich bin gleich noch hergefahren, logisch. Nein. Ja, was soll, wir wollen ja hier praktisch aus dem Showroom raus, wollen wir hier unsere Projekte vorstellen. Das heißt, die Regale alle kommen raus, wir müssten hier alles nochmal neu streichen, machen, tun, aber ich weiß es, soll jetzt auch keine Schleimwerbung sein oder sonst was. Der Boden ist halt A und O. So, da kannst du hier so einen, keine Ahnung, Industrieboden haben, die Wände schön machen. Der Boden ist einfach wie auf der Messe. Genau. Ein wichtiger Faktor. Und mir ist eigentlich niemand anders eingefallen. Leider. Schön. Ich finde es toll, ich finde es super. Ja. Nein, wir verstehen uns ja gut. Das mit der Messe hat alles geklappt. Und ich liebe es einfach, wenn man unkomplizierte Partner hat. Ja. Ja. Und dann auch nach dem Geschäft nicht da du noch herkommst und sagst, hör zu, eigentlich waren 3 Euro mehr oder innen mehr. Lieber lade ich eure ganze Truppe zum Essen ein, ja, und dann ist gut. Weißt du, wie ich meine? Ich mag das einfach, dieses Unkomplizierte, und wenn man zu seinem Geschäft steht. Absolut. Und das einhält, was man verspricht. Das Wichtige ist ja nicht nur das Geschäft, sondern es muss auch menschlich. Das stimmt, ist das Wichtige. Ja? Stimmt, aber ich habe auch schon gesehen, wo ich mit menschlichen Leuten gut ausgekommen bin und das geschäftlich hat nicht gepasst. Weißt du, wie ich meine? Und das kann halt dann natürlich, auch nach hinten losgehen. Dann leidet das auch wieder drunter. Deswegen, aber ich liebe einfach Menschen, die geradlinig sind und die sagen, so ist es, in der Zeit, da machen wir es. Ja. So. Mehr brauche ich ja nicht sagen. Passt. Das will eigentlich heute jeder, weil es immer seltener wird. Leider Gottes. Ja, weil die meisten einfach nur auf Fame sind, auf Kohle aus sind und und. Ja, jeder muss leben. Ich bin allergisch gegen Wort Fame. Ja. Ich bin ganz allergisch dagegen. Fame, Bitch. Ja. Was machen wir hier? Das heißt, die Regale kommen raus, da kommt Boden rein. Und was soll dann da drauf passieren? Ja, da kommen unsere ganzen Projekte. Das Problem ist ja immer, wir haben im Showroom, hast du gesehen, schon vollgestellt alles. Ja. Ja. Die ganzen Autos stehen drin, aber die ganzen Projekte, die halbfertigen Autos, wollen die Leute aussehen. Wie weit ist das Auto? Ja. Ja. Wenn es natürlich jetzt nichts mega geheim ist, eigentlich machen wir nichts Geheimes. Ja. Die Leute können auch zu Besuch kommen und das ein oder andere Auto auch sehen. Das heißt zum Beispiel, selbst das hier, das ist unser Spenderfahrzeug für den E30. Das heißt, der M3-Motor kommt bei uns im E30 rein. Mhm. Da kann man, solange er da steht, noch nicht geschlachtet ist, kann man den auch so angucken, ja. Weil der wurde vorgestellt im Video, also kann man den auch so angucken. Uns geht es halt im Prinzip nur darum, dass die Leute alles live sehen können. Da wird vom Showroom aus wird ein so praktisch so Plexiglasart sein, dass du direkt in die Halle reinguckst. Geil. Das sind jetzt, ihr habt es ausgemessen, Dankeschön übrigens, ja, kein Problem, 870 Quadratmeter. Ja. Und wenn die Regale weg sind und wir den Boden gemacht haben und alles, dann schätze ich mal, dass man hier 80 Autos reinkriegen, ja, und die natürlich nach und nach auch mal ausgetauscht werden, dass die Leute da drin Kaffee trinken können und so weiter, ein bisschen rumchillen können, also Sitzgelegenheiten haben. Geil. Aber das eigentlich
die Leute eigentlich wegen dieser Sache hauptsächlich kommen. Dass sie nicht einfach nur so zum Besuch kommen, durch den Showroom laufen, 10 Minuten, dann wieder wegfahren, sondern dass sie auch mal sagen können, hey, da bleiben wir jetzt mal eine Stunde oder zwei. Richtig. Das ist schon fast wie ein Museum auf jeden Fall. Ja, es ist schon ein Unterschied. Ich merke das ja immer wieder, die Leute kommen und gucken einmal durch, sehen keine große Sitzmöglichkeit und gehen wieder. Die denken sich, was soll jetzt da, 1,5 Stunden im Kreis drin. Ne? So hast du halt, kannst du was trinken, hast du ein bisschen mehr was zu gucken hier. Ne? Und gerade für den Aufenthalt von den Leuten halt. Ne? Ja. Ich meine, ich habe das ja selber gemerkt, ich habe jetzt auch das Video angeguckt, wo er das gesagt hat, bei ihm auf dem YouTube-Kanal. Und jetzt stehe ich auf einmal selber hier. Ist schon nochmal was anderes, wie wenn du es digital siehst. Und auf einmal stehst du selber hier und sagst, wow, okay, cool, so sieht es aus. Oder aufs Auto oder im Hintergrund jetzt die Werkstatt. Kenne ich bisher auch nur von deinen YouTube-Videos, weil okay. Wir waren meistens ja nur im Showroom vorne und haben da geredet. Und es ist schon nochmal was anderes, wenn du dann mal wirklich da bist und siehst, okay, cool, das ja, ist live. Das ist auch brutal. Live ist natürlich immer anders. Ne? Ich nehme das schon so nimmer wahr. Wir sind jetzt hier seit 7 Jahren. Und das ist jetzt 870 Quadratmeter von gesamt 10.000 Quadratmeter Lager. Wir haben gesagt, dass wir das hier schon irgendwie woanders unterkriegen können, um einfach Platz zu haben. Das Blöde ist, die Autos stehen an der Bühne, stehen hier. Ja. Stehen draußen, sind irgendwo unterwegs oder stehen um die Ecke oder ganz hinten stehen auch noch mal ein paar Autos. Da haben die Möglichkeit, da jetzt nicht durch den Werkstatt dahin zu laufen, die Leute. Klar, ne? Klar. Würden aber gerne diese Autos aussehen. Ja. Ne? Aus diesem Grund haben wir gesagt, so eine Sammelstelle von den Autos, Projekten. Wenn wir neue Felgen machen, würden wir sie auch so hier hinhängen, was jetzt als nächstes kommt. Alles, was so im Video vorgestellt wurde. Ja, geil. Ja. Geiles Konzept, geile Idee und da sind wir auf jeden Fall dabei. Ja, ja. Doch. Da freue ich mich auf jeden Fall. Das wird mega. Bis zum Bezahlen. Ja gut, Qualität kostet seinen Preis. Ja, oder Schwabe will halt immer viel. Ne? Ja, natürlich. Du hast 2 Kinder, ich habe 3. Guck, so schnell geht's. Das Leben und Leben lassen. Ja. Nein. Ich sage einfach, Qualität muss auch wirklich bezahlt werden. Und das ist mir auch wichtig, dass das Ding auch gut aussieht. Ja, auf dem Boden. Ja. Und Sandro hat ja auch schöne Ideen gehabt, ne, die wir da mit reinlaufen lassen können. Ja, also ich freue mich. Ich weiß jetzt nicht terminmäßig, da sprechen wir uns nochmal ab. Kein Problem. Aber vielleicht haben die Leute auch mal Ideen, was farblich. Natürlich, können wir auch mal mit reinnehmen. Also wenn es geht, kein Rosa, kein Lila. Abgesehen, dass ihr das jetzt auch habt und das nicht, bitte. Ja, genau. Schreibt doch mal in die Kommentare, was meint ihr, was für Farben sollen wir hier reinbringen. Oder wie würden die es gestalten? Genau, richtig. Ja. War auf jeden Fall interessant. Ja. Was ich jetzt auch wirklich cool finde, gerade für Planung und Design. Ich habe Zeit. Der Mutlu sagt nicht, morgen brauche ich das, sondern ich habe mal Zeit zu planen. Da können wir richtig schön was ausarbeiten. Das ist auch viel wert. Also wenn man Projekte wirklich ankündigt sofort, und dann genau nicht sagen, ich brauche das jetzt nächste Woche. Ja. Wirklich. Leute. Ja, ist oft so. Ja. Ja. Ist ja, oft das, so. Das. Aber selbst die Messe haben wir schon locker lässig halbes Jahr vorher geplant. Eben. Ja, euer Stand. Das war geil. Ich will es ja auch immer so. Eigentlich sage ich denn, ich bin ganz ehrlich, zu dem Thema, ich nenne den Leuten eigentlich ungern den echten Termin. Also, das heißt, wenn ich es im Oktober bräuchte, sage ich dir September. Klar, das ist ein Puffer, ist logisch. Ja, weil einfach immer etwas schief gehen kann und ich dann aber immer noch gechillt bin und nicht ausraste am Telefon. Ja. Also, das ist so meine Überlegung. Alle meine Partner oder irgendwelche Lieferanten, Kunden, egal wem, ich sage immer einen falschen Datum. Ich habe gerade gesagt, ja gut, jetzt, wo Schmutlu, ja, der müsste vorne sein. Ich sage, okay, gut, habt ihr alles ausgemessen? Ich sage, ja, jetzt geht es ans Verhandeln. Ich sage, Italiener und Türke, das wird nicht nur türkisch Basar, das wird Weltkrieg. Und dann hat er gesagt, okay, ich sage, wenn du Mutlu schreien hörst, komm einfach schnell. Ich sage, warum? Ich sage, weil wir sind zu zweit. Ja. Der andere Mitarbeiter ist hier vorher durch, wo wir gefilmt haben, das war auch mega geil. Nur kurz hallo, läuft er vorbei wieder. Endlich mal ein gescheiter Boden, geil. Läuft weiter. Ja, du weißt ja, wo, aus welchem Land die nettesten Leute herkommen, ne? Aus Italien. Mhm. Echt nicht? Aus Türkei. Echt? Jetzt warum? Ja. Also die fragen dich zu 10, ob du ein Problem hast. Sehr gut. Ja, stimmt. Aber das Problem ist, bei den Türken, die bringen selbst so eine Schießerei ein Messer mit. Das ist wieder die andere Sache. Ja, allerdings. Ja. Weil stolzer Sizilianer. La Famiglia wird bei uns groß geschrieben. Nein, Spaß. Gut, bevor das ausartet, wie würdet ihr das gestalten? Könnt ihr euch Gedanken machen, schreibt es in die Kommentare rein. Und ja. Ich finde das immer cool. Ich lese oft sehr, sehr gern Kommentare durch. Und ich bin immer auch fasziniert,
was da für Ideen teilweise kommen. Ne? Mhm. Klar. Also man darf das nicht unterschätzen, was die Zuschauer teilweise sich so schwind mal aus dem Kopf so was ausdenken, wo wir vielleicht nicht drauf gekommen sind. Wir haben grob eine Richtung. Grob. Ja. Aber. Und ist doch viel cooler, wenn du von der Masse her auch noch ein bisschen mit was mitnimmst und die kommen dann wirklich und sagen, geil. Machen wir auch in ganzen Projekten. Also wenn ich wirklich nicht weiß, 50-50, was soll ich nehmen, und ich sehe da wirklich 80-90% sind der eine Meinung, dann machen wir das auch. Ja. Sehr cool. Ja. Also klar. Eigentlich eine Hilfe, ne, weil ich sonst alleine vielleicht doch was Falsches genommen hätte. Ja, natürlich, klar. Man lernt nie aus. So ist es. Ist so. Gott sei Dank nicht. Bedenkt, dass 90% der Autos hier schwarz sind. Also kein schwarzer Boden, wenn es geht. Ja, das ist wichtig. Ja. Sonst wird es ein bisschen pink, passt gut zu schwarz. Er hat doch gesagt pink. Ich weiß es. Da musst du aber die Stangen noch anbauen. Ja, okay, gut, das kriegen wir hin. Die Mädels kriegen ja auch noch her, das wäre das Problem. Nee, freue mich. Bin gespannt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall was Hübsches. Auf jeden Fall was Großes Hübsches. Ja, und da sind wir auf jeden Fall dran. Projekt Levella, packen wir es an. Ja, Projekt Levella. Und schon beim Ausmessen habe ich 2 Kilo abgenommen, weil ich hier 30 Meter, 60 Meter durch die Halle rennen muss. Weil du am Rand entlang gelaufen bist. Übel. Brutal. Aber wird deswegen cool. Deswegen bleibe ich stehen. Ja. Was? Wie viel Meter? Wert erhalten nennt sich das. Ja. Wird cool. Cool. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder im Auto. Und wir machen jetzt auf den Weg. Ja, danke euch nochmal. Gerne. Für den Besuch. Wir danken dir. Gerne. Wir sehen uns. Falls ihr noch nicht bei dem Kanal seid, schaut mal vorbei. Levella. Na, sonst wäre es eine bodenlose Frechheit. Absolut. So, jetzt habt ihr mal einen Tag erlebt, so mit uns. Das ist so schön an so einem Job. Es ist oft anstrengend, viel zu fahren, viel zu machen, viel zu erklären. Aber es ist einfach schön, auch mit den Leuten in Kontakt zu sein, ein Teil von der Community, von der Familie zu sein. Von dem her, seid gespannt, ich glaube, das wird richtig cool. Sei es in Dubai mit PP Performance oder Abu Dhabi dann in dem Fall. Oder eben dann auch jetzt das Projekt bei Mutlu. Wird mega geil. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dann, macht's gut. Ciao.